Willkommen zu einer weiteren Videolösung in der Physik 2. Heute besprechen wir in der Übungsserie 3 die Aufgabe 5. Mit im Studio ist Thomas. Hallo. Hallo. Und Tommy ist auch im Studio. Es geht in der Aufgabe 5 um Folgendes. Ein ideales Gas mit 4 Freiheitsgraden durchläuft einen Kreisprozess zwischen 3 Punkten. Im Sinne von 1, 2, 3, 1. Der Prozessschritt 1, 2 ist isotherm und im PV-Diagramm schon eingezeichnet. Aha. PV. Gut, ich 1, das 2. Das ist die Isotherme. Das ist die Isotherme. Zeichnen Sie Aufgabe A, oder? Wir haben A, B, C. Zeichnen Sie im PV-Diagramm den Punkt 3 so ein, dass die Prozessschritte 2 nach 3 isobar und 3 nach 1 isochor sind. Verständigen Sie die Polizei. Vervollständigen Sie den Kreisprozess mit der isobaren und der isochoren. Ja. Isobar, isochor. Danke fürs Vorlesen. Also, ja, wir suchen also 2 Prozesse, die diesen Kreisprozess vervollständigen mit einem dritten Punkt. Und dieser dritte Punkt soll so sein, dass wir eine Isobare haben zwischen 2 und 3. Das heißt, bei 2 eine Isobare. Isobare, da. Genau, das heißt einfach konstanter Druck. Nach links oder rechts, das haben wir noch nicht. Das wissen wir nicht. Wir wissen einfach, es liegt auf dieser Geraden mit dem konstanten Druck. Das heißt, es liegt irgendwo hier. Und eine Isochore. Eine Isochore konstantes Volumen. 3 und 1. Der muss, also muss durch 1 gehen. Also durch 1 gehen. Ja. Dann ist das irgendwo da. Auch bei konstantem Volumen. Gut, das ist, glaube ich, klar, oder? Wo dieser Punkt 3 liegen muss, damit diese Prozessschritte die geforderten Anforderungen erfüllen. Aufgaben A gelöst. Aufgabe B, von Punkt 2 nach Punkt 3, das ist die Isobare, wird die Wärmemenge Delta Q 2,3 gleich plus 3 Kilojoule zugeführt. Wie viel Wärme, Delta Q 31, wird von 3 nach 1 abgegeben? Und wie ist demnach das Verhältnis von Delta Q 2,3 zu Delta Q 3,1? Ja, ich würde mal sagen, das ist eine ziemlich knifflige Aufgabe. Mhm. Als ich die gelöst habe, bin ich also auch nicht direkt auf die, das richtige, auf die richtige Lösungsidee gekommen. Wir können einfach mal aufschreiben, was wir haben. Das ist immer nützlich zu Beginn. Wir haben ein ideales Gas. Dann haben wir noch gegeben, es gibt F gleich 4 Freiheitsgrade. Und dann kennen wir noch dieses Delta Q, also die Wärmemenge vom, Prozess, vom Punkt 2 zum Punkt 3 als 3 Kilojoule. Also das ist wirklich, das sind die ganzen Angaben, die wir haben und natürlich noch das PV-Diagramm. Also hier zwischen 2 und 3, da wird das Volumen vergrößert bei gleichem Druck, das heißt, es muss Wärme zugeführt werden. Aber da wird Wärme zugeführt, genau. Mhm. Und das ist diese Wärmemenge hier, Q, 2, 3, 3 Kilojoule. Gefragt ist aber nach der Wärmemenge, die zwischen dem Punkt 3 und 1 das Gas oder sozusagen die die Wärmemenge, die das Gas da abgibt oder aufnimmt, wissen wir noch nicht. Normalerweise, wenn der Druck sinkt bei selben Volumen, dann wird es kühler. Dann muss es kühler sein. Also muss das. Muss man kühlen. Okay, also wir müssen also jetzt noch weitere Sachen aus dem PV-Diagramm herauslesen, damit wir diese Aufgabe lösen können. Mit diesen spärlichen Angaben geht das nicht. Und da hilft uns natürlich zum Beispiel die Angabe, dass wir zwischen 1 und 2 ein Isotherme haben. Also,
Als ich die Aufgabe das erste Mal angegangen habe, habe ich mal so versucht. Ich habe versucht aufzuschreiben, aus diesem, also mit diesem Hintergrund, wie ändert sich die innere Energie im Prozessschritt von 2 nach 3 und gerade nach 1, oder? Weil, eben wie gesagt, wir haben zwischen 1 und 2 haben wir eigentlich so Therme, konstante Temperatur. Das heißt, hier ändert sich die innere Energie nicht, konstante Temperatur. Aber auch wenn ich von 2 nach 3 und wieder nach 1 gehe, ändert sich die Temperatur nicht, weil in Punkt 2 und Punkt 1 habe ich die gleiche Temperatur. Hier dazwischen ändert die Temperatur natürlich, aber in diesem gesamten Prozessschritt von 2 über 3 nach 1 habe ich keine Änderung der inneren Temperatur. Das ist gleich 0. Und wenn ich das ausschreibe in den Komponenten der Wärme und der Arbeit, gibt es Delta Q 2, 3, dieser Teil hier, plus Delta Q 3, 1, plus noch die Arbeiten, Delta W 2, 3, plus Delta W 3, 1. Und da sehe ich mir zum Beispiel direkt, dieses Delta W 3, 1, das ist 0, weil das ist eine Isochore. Keine Volumenänderung, keine Arbeit verrichtet. Dieses Delta Q 2, 3, das haben wir gegeben aus der Aufgabenstellung. Das ist gesucht, das Delta Q 3, 1 und das Delta W 2, 3, das haben wir nicht. Das können wir auch nicht einfach so ausrechnen. So, jetzt braucht es einen neuen Weg. Genau. Aber gut, hast du es aufgeschrieben. Und der neue Weg ist wieder mit dem Gedanke, dass wir hier die gleichen Temperaturen haben. Wenn wir in Punkt 1 und Punkt 2 die gleichen Temperaturen haben, dann ist der Temperaturunterschied von 2 nach 3 gleich minus dem Temperaturunterschied von 3 nach 1. Schreibe ich das mal auf. Also Delta T 2, 3 ist gleich minus Delta T 3, 1. Das ist etwas, das wir einfach aus dem PV-Diagramm ablesen können. Hoffentlich hilft das weiter. Und was wir noch gegeben haben, ist sind die Freiheitsgrade. Wenn wir die Freiheitsgrade haben, dann können wir natürlich auch dieses CP, also das ist die molare Wärmekapazität bei konstantem Druck und auch bei konstantem Volumen ausrechnen. Das kennen wir aus der Vorlesung. Und das Delta Q, was ja schlussendlich gefragt ist, das ist ja proportional C mal Delta T. Also haben wir schon viel. Wir haben diese Cs, also sei es das irgendein Prozess hier, und wir haben die Delta Ts gegeben. Also schreiben wir doch mal einfach diese Änderungen der Wärmen auf, also das, was wir haben, Q, Delta Q 2, 3, ist N mal CP, das ist ein isobarer Prozess, mal Delta T 2, 3. Diese Angabe haben wir gegeben. Wenn wir jetzt die Anzahl Mol hätten, das N, könnten wir natürlich das Delta T 2, 3 direkt ausrechnen und damit dann das Delta Q 3, 1, was gefragt ist, bestimmen. Das ist Delta Q 3, 1, ist N mal molare Wärmekapazität bei konstantem Volumen mal Delta T 3, 1. Weil das Delta T 3, 2 ist gleich minus dem Delta T 3, 1. Aber wir haben das N nicht, deswegen können wir das nicht ausrechnen, es geht also nicht so. Aber wir können zum Beispiel den Quotienten bilden von diesen zwei Gleichungen. Das sind Gleichung 1 und Gleichung 2. Und wir bilden den Quotienten von 1 durch 2 und kriegen damit Delta Q 2, 3 geteilt durch Delta Q 3, 1. Ist gleich, jetzt die N's, die kürzen sich weg, das schreibe ich gar nicht mehr hin, ist gleich CP geteilt durch CV mal minus 1. Das minus 1 kommt hier vom Quotienten der Temperaturen. Das gibt minus 1.
Gut, das können wir jetzt ausrechnen. Auch Delta Q 3,1 ist gleich CV durch CP mal minus 1 mal Delta Q 2,3. Somit ist eigentlich die Aufgabe gelöst. Wir können das noch kurz ausrechnen. Das gibt minus, ich nehme jetzt das Minus hier nach vorne, F geteilt durch F plus 2 mal Delta Q 2,3. Ich habe hier F geteilt durch F plus 2 ist gleich CV durch CP. Das kann man auch überprüfen, dass das so ist. Mhm. Und das ist gleich minus 4 geteilt durch 4 plus 2 mal diesen 3 Kilojoule. Das ist gleich minus 2 Kilojoule. Und da ist auch die Frage nach dem Verhältnis von diesen Wärmen Delta Q 2,3 und Delta Q 3,1. Die Antwort schon gegeben, das ist das CV durch das CP. Oder minus das CV durch das CP. Das ist das Verhältnis 1 zu 2. Das ist das Verhältnis von diesen Wärmen zwischen den Prozessschritten, welche übertragen wird. Also mit diesen wenigen Angaben, die wir in der Aufgabenstellung hatten, konnten wir jetzt diese Aufgabe lösen. Sag mir noch schnell, dass dieses CV, wie berechnet sich das in Bezug auf die Freiheitsgrade? CV ist definiert als F Zweitel, also Freiheitsgrade geteilt durch 2 plus 1 mal universelle Gaskonstante R. Und das CP ist gleich F Zweitel mal R. Jetzt habe ich es so durcheinander gebracht. Das ist das CP und das ist das CV. Mhm. Na gut. Sind wir bei Aufgabe C? Sind wir bei Aufgabe C? Welche mechanische Arbeit wird von 2 nach 3 abgegeben? Ja, da würde ich jetzt das recyceln, unseren ersten Ansatz hier, weil jetzt haben wir dieses Delta Q 3,1 auch bestimmt und gefragt ist jetzt noch diese Arbeit hier von 2 nach 3. Okay. Aus diesem Schritt folgt also Delta W 2,3 ist gleich minus Delta Q 2,3 minus Delta Q 3,1 und das ist gleich minus 3 Kilojoule plus 2 Kilojoule. Das ist gleich minus 1 Kilojoule. Gut, somit denke ich, haben wir die Aufgabe gelöst. Okay. Und keine Fragen mehr. Hast du noch Fragen? Dann. Ja, kann man das auch in 3D zeichnen, so ein PVT-Diagramm? Gut, also eigentlich wäre die Aufgabe jetzt fertig. Und die, die nicht mehr zuhören möchten, die dürfen jetzt abschalten. Ich bedanke, oder wir bedanken uns fürs Zuhören. Danke, danke. Und was war zu deiner Frage? Was? Kannst du nicht so ein. In 3D? Kannst du nicht so ein. Ein Diagramm zeichnen, weißt du, in 3D, da zum Beispiel V, P, T. Und jetzt kannst du ein Diagramm einzeichnen von einem Kreisprozess. In Perspektive. Ja, hier haben wir natürlich jetzt viele verschiedene Variablen, die wir variieren können. Im PV-Diagramm sagen wir ja. Das PV-Diagramm wäre jetzt hier projiziert. Da unten, ja. Das wäre V. Da habe ich es verkehrt gezeichnet. Wie, oh, die Projektion ist
So, so und so. Und das wäre jetzt isotherm. Und hier haben wir gesagt, hier oben, das ist jetzt ganz doof, ist das verkehrt. So geht es auch nicht. Ich muss einen neuen Zettel. Ich habe einen größeren Zettel. Ich habe hier noch ganz große. Da habe ich auch ein bisschen mehr Platz. So. Zweiter Versuch. T. P. V. Sehr schön. Punkt 1. Isotherm. Ich glaube, so kommt das gut, ja. Tada. Isobar. Isochor. Das ist das 3. Genau. Ah, habe ich schon geschrieben. Genau, richtig. Also jetzt, ich hätte jetzt einfach mal hier belassen mit dieser, die Isothermen. Weil die Isotherme, die findet da irgendwo statt. Sagen wir mal hier, bei einer Temperatur. Da muss man sich hier oben natürlich wie nochmal eine Ebene denken, die bei der konstanten Temperatur, ich weiß jetzt auch nicht, T0 ist, oder? Das heißt, wir haben hier die Projektion hoch auf diese Ebene und haben hier diese Isotherme. Die findet hier auf dieser Ebene statt. Genau, jetzt haben wir... Der isobare Teil, da haben wir gesagt, ich muss Wärme reinstecken, es wird heißer. Genau, das, der isobare Teil, der läuft auf einer vergleichbaren Ebene ab, nämlich auf dieser hier, da hinten, wo zu einem konstanten P gehört. Das ist jetzt nicht P0, das ist jetzt, das ist natürlich T1, kann ich richtig bezeichnen, und das ist P2. Und das Volumen nimmt zu, das heißt, wir gehen hier in der Temperatur. Die Temperatur muss steigen oder fällt sie? Ja, sie muss steigen, oder? Sie muss steigen, dass bei konstantem Druck das Volumen zunehmen kann. Mhm. Genau, das heißt, die Temperatur geht hoch. Ich würde mal sagen, wir gehen da... In eine Gerade? In eine Gerade. Okay. Bist du sicher? Nein, bin ich nicht sicher. Und dann sind wir also im Punkt... Sind wir im Punkt 3. 3. Das ist hier oben. Und jetzt wieder das Analog. Jetzt gehen wir die Farben aus. Hast du noch eine blaue? Ja, hier hat einen blauen Kugelschreiber. Also der nächste Prozessschritt, der ist isochor. Der läuft bei den Volumen 3 und 1 ab. Das ist dasselbe Volumen. Das heißt, das ist in einer Ebene, die hier so zum Volumen konstant, eine konstante Volumenebene. Sag jetzt der V3. Und wenn das Volumen kleiner wird und der Druck... das Volumen bleibt gleich und der Druck wird kleiner, dann muss ich muss die Temperatur wieder sinken. Also ich muss wieder auf den Anfangswert zurückgehen. Mhm. Deswegen. Jetzt zeichnest du wieder eine Gerade oder eine Kurve? Jetzt zeichne ich eine Gerade. Jetzt bin ich ziemlich sicher, dass das hier eine Gerade ist. Okay. Bei konstantem Volumen. Weil es gilt ja, P ist gleich 1 durch V N R T. Und wenn V konstant ist, dann ist das einfach ein Vorfaktor. Mhm. Ist das linear zu T. Mit dem Linearitätsfaktor 1 durch V mal N mal R. Da bin ich sicher, es ist eine Gerade. V ist konstant. V konstant ist. Mhm. Okay. Aber beim anderen, das könnte auch gekrümmt sein. Vom 2 nach 3. Die das könnte auch gekrümmt sein. Können wir da nicht einfach eine Animation uns wünschen. Das geht normalerweise im Fernsehen, geht das so. Da kommt jetzt eine schöne Animation. Da hat jemand Stunden dafür gearbeitet. Das haben wir jetzt nicht gemacht. Okay. Kann uns jemand eine Animation schicken? So. Okay, dann würden wir jetzt da fertig machen. Hm? Ich muss mal wieder lüften. Das ist so weiß.